Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung zum vierten Termin, diesmal ohne Halloween-Toneffekte. Wir werfen heute einen näheren Blick auf ein ganz zentrales Thema, man könnte fast sagen, das Live-Blatt von Social Media Plattformen, nämlich Social Media Algorithmen. Ich habe ja zu Beginn der Vorlesung schon angedeutet, es gibt im wenn man das so nennen möchte, Distributionssystem, Social Media, grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie Inhalte zu den Nutzerinnen, also zu uns, wenn wir die Newsfeeds konsumieren, kommen. Das eine ist bezahlte Werbung. Diesem Thema, also dem äh, Social Media Advertising, werden wir im weiteren Lauf des Semesters ebenfalls eine Einheit widmen. Und das, äh, die zweite Variante ist eben die sogenannte organische Verbreitung. Die ähm, bezahlte Ausbildung von Inhalten, also Werbung, Advertising nennt man nicht anorganisch, aber für diese Reichweite, für diese Ausbildung, die eben durch diese Social-Media-Algorithmen ja, gesteuert wird, hat sich der Begriff organische Reichweite etabliert. Die Idee, die Kernidee ist sozusagen, je interessanter ein Inhalt ist, je spannender desto höhere Reichweite bekommt er von diesen Algorithmen. Das ist ja jetzt erstmal nichts Besonderes und nichts Neues, wenn Sie sich überlegen, in der klassischen oder in den Theorien der, der klassischen Massenmedien da gibt es natürlich die Gatekeeper und die Nachrichtenwerttheorie. Auch hier versuchen natürlich, Journalisten, Redaktionen als Gatekeeper aus der Flut an verfügbaren Nachrichten, die relevantesten auszufiltern. Die Nachrichtenwerttheorie listet da einige Faktoren auf, die dabei eine bestimmte Rolle spielen können. Klassischerweise Beispiele wären da Aktualität, also wie lange oder wie kurz ist es her, dass etwas passiert ist, geografische Nähe, thematische Relevanz und so weiter. Was ist jetzt dann der Unterschied zu Social-Media-Algorithmen? Ähm, Medien bzw. Massenmedien treffen diese Auswahl für die gesamte Leserschaft. Man versucht also die relevantesten News, die relevantesten Informationen für eine bestimmte bestehende Leserschaft auszuwählen. Das unterscheidet sich jetzt natürlich von der Art des Mediums. Zum einen gibt es breiten Medien, Tageszeitungen, die können eher im Boulevardbereich oder im Qualitätsbereich angesiedelt sein. Daneben gibt es natürlich noch eine ganze Menge Fachmedien. Ähm, klarerweise wirkt sich die Zielgruppe auf die, die Relevanzkriterien und auf die Auswahl aus. Für ein, für ein Automagazin wird eine Nachricht über ein bestimmtes neues Automodell relevanter sein als für ein Mountainbike-Magazin. Ich glaube, das ist ganz klar und offensichtlich. Im Social-Media-Bereich gibt es diese Relevanzkriterien ebenso, allerdings beziehen sich die nicht auf Zielgruppen, sondern auf individuelle Personen. Das heißt, der Hauptunterschied ist, Social-Media-Plattformen, egal ob das jetzt Facebook, Twitter oder, oder TikTok ist, die ähm, benutzen eine Systematik, eben die bereits angesprochenen Algorithmen, die basierend auf den persönlichen Interessen eines einzelnen Nutzers, einer einzelnen Nutzerin, versucht, möglichst relevante Inhalte zu identifizieren. In der, äh, und das ist ja auch einer der Gründe, warum... Medien häufig als vierte Gewalt in der Demokratie bezeichnet werden. Diese Nachrichtenwertfaktoren, die sind natürlich nicht losgelöst von gesellschaftlichen Werten, von gesellschaftlicher Relevanz, ähm, Stichwort politische Informiertheit. Diese Dimension spielt bei Social-Media-Plattformen jetzt tendenziell erstmal keine Rolle, sondern es geht tatsächlich darum, den einzelnen Personen, den einzelnen Nutzerinnen jene Inhalte zu liefern, auf die sie am meisten abstrakt ausgedrückt, ausgedrückt ansprechen. Die Frage ist natürlich: Wie kann man das operationalisieren? Wie misst man, wie interessant jemand einen Inhalt findet? In der ersten Ära, in der ersten Phase von Social Media spielten dabei fast ausschließlich die sogenannten Social Signals eine Rolle. Wenn Sie an unterschiedliche Plattformen denken, das ist äh, unterschiedlich implementiert, Beispielsweise auf Facebook, ein Klassiker, einer der ältesten populären Social Media Plattformen, haben Sie hier diese drei Interaktionsmöglichkeiten. Gefällt mir. In der Frühzeit von, von Facebook gab es da nur den Daumen, später kamen dann unterschiedliche emotionale Reaktionen dazu. Sie haben die Möglichkeit, einen Kommentar zu, lassen, äh, zu hinterlassen und Sie können diesen Beitrag eben als äh, Direktnachricht senden. All diese Klickmöglichkeiten, all diese Interaktionen ähm, sagen etwas darüber aus, ob Ihnen dieser Beitrag gefällt. Die Idee ist natürlich, wenn mich etwas anspricht oder wenn ich äh, nett zur Autorin, zum Autor sein möchte, dann kann ich hier auf Gefällt mir klicken. Und dieses Social Signal kommuniziert jetzt zum einen an den Autor, beta, mir gefällt dieser Beitrag und zum anderen auch an Facebook, an den Betreiber der Plattform, aha. Das war offenbar eine gute Idee, mir diesen Beitrag anzuzeigen, denn der gefällt mir. Nicht alle Social Signals oder Engagement, Engagement Signale ist auch ein gängiges Wort dafür, äh, sind gleich viel wert. Das heißt, wenn Sie hier kommentieren, Kommentar zu schreiben, äh, gibt natürlich unterschiedliche Kommentare, toller Beitrag ist jetzt schneller getriebt, als wenn Sie da wirklich ein, zwei Absätze schreiben, aber grundsätzlich ist im Normalfall der Aufwand, der Zeitaufwand, auch das mentale Investment, wenn Sie so wollen, um einen Kommentar zu schreiben, größer als nur auf den Gefällt mir Button zu klicken. Kommentare zählen also noch als stärkeres und aussagekräftigeres Interessesignal. Das äh, Senden ist ja keine öffentliche Interaktion, sondern damit würden Sie jetzt diesen Beitrag einer oder mehreren Personen eins zu eins senden. Das hat im Vergleich zu den öffentlichen Signalen eine sehr geringe Wertigkeit. Dann haben wir hier noch dieses Dreipunktmenü, also auch auf den meisten Social Media Plattformen in der einen oder anderen Form vorhanden. Und wenn wir jetzt da mal einen genaueren Blick drauf werfen, da steht da oben mehr Anzeigen. Du siehst zukünftig mehr Beiträge wie diesen oder weniger Anzeigen. Du siehst zukünftig weniger Beiträge wie diesen. Was bedeutet das? Was bedeutet überhaupt Beiträge wie diesen? Wenn Sie sich diesen Beitrag anschauen, ich klappe ihn hier mal aus, dann sehen Sie, das ist erstmal ein reiner Textbeitrag, der hat keinen Medieninhalt. Es wäre jetzt ein mögliches Kriterium, dass Facebook sagt, aha, der Beitrag hat Ritchie Bettauer gefallen, weil der mag keine Beiträge mit Bildern und hat da auf Gefällt mir geklickt, weil es sich um einen reinen Textbeitrag handelt. Außerdem ist er nicht ganz kurz, sondern das sind hier einige Zeilen, also zeigen wir ihm in Zukunft mehr reine Textbeiträge mit einer bestimmten Länge an. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Facebook sozusagen sein System so gebaut hat, dass sie sagen, aha, mir gefallen Beiträge dieses Autors, also unabhängig davon, ob das jetzt ein Textbeitrag ist oder ein Video oder ein Bild drin ist, zeigen wir Richard Bettauer in Zukunft häufiger Beiträge von Peter Steinberger an. Die dritte Möglichkeit wäre, es geht in diesem Beitrag, ich habe jetzt nur... Ganz, ganz schnell drüber geschaut, es geht, ja, wenn ich, ja, es geht um, um Börsen, uh, Börsenentwicklungen, uh, Finanzthemen. Jetzt wäre die dritte Möglichkeit, dass Facebook sagt, aha, der Herr Bettauer hat auf diesen Beitrag reagiert, weil ihn offenbar Börsen und Finanzthemen interessieren. Also egal, ob ein Beitrag von Peter Steinberger ist, egal, ob es um einen Textbeitrag oder um einen Videobeitrag handelt, Hauptsache es geht um Finanzthemen, dann zeigen wir ihm in Zukunft mehr oder häufiger Beiträge an, in denen es um Finanzthemen geht, in denen beispielsweise Wörter wie Stocks, Bitcoin, uh, National Debt und so weiter vorkommen. Was glauben Sie, welche dieser drei Varianten Social Media Plattformen in erster Linie verwenden? Nun, das ist eine Fangfrage, wird so sicher bei der Prüfung nicht gestellt werden. Denn tatsächlich ist es so, dass alle diese drei Dimensionen eine Rolle spielen. In der Frühzeit von Social Media waren es tatsächlich, und das hat auch wiederum mit der Ausgefeiltheit, mit der Weiterentwicklung der Modelle und ganz stark aber auch mit der stärkeren Leistungsfähigkeit von semantischen oder AI-Technologien zu tun. Ähm, vor 10, 15 Jahren basierte die, die Inhaltsanalyse, also sozusagen die Feststellung, es geht in diesem Beitrag hier jetzt um Börsenthemen, in erster Linie auf dem Vorkommen bestimmter Keywords, eben Stocks beispielsweise oder Aktien hier. Mit, äh, Leister, mit der Verfügbarkeit leistungsfähiger LLMs, Large Language Models, die Basistechnologie für, für die meisten AI-Tools, wissen unter Anführungszeichen, unsere, unsere Sprache ist da nicht ganz dafür ausgelegt, aber verstehen, wie, wie man das nennen möchte, diese Systeme wesentlich besser und feingranulierter. Wo, worum es in einem Beitrag geht. Also die thematische Analyse funktioniert viel besser. Und die spielt durchaus eine große Rolle. Wenn Sie jetzt immer wieder auf Finanzthemen reagieren, wenn Sie jetzt da weiter runter scrollen durch Ihren Feed und äh, erst wieder stehen bleiben, wenn das nächste Finanzthema hier auftaucht, wäre das jetzt ein weiterer Indikator. Der Autor, die Autorin, ob es sich jetzt um eine Person handelt oder um eine, ein Unternehmen, eine Institution, also im Falle von Facebook eine Company-Page, spielt ebenfalls eine Rolle. Wenn sie regelmäßig mit bestimmten Personen interagieren, macht das einen Unterschied. Und ähm, natürlich auch das Format. Es gibt nun mal, hängt jetzt auch von einer Plattform ab, auf TikTok beispielsweise, gibt es natürlich klarerweise nur Videopostings. Auf Facebook oder LinkedIn, also Plattformen, die oder auch Instagram, wo sie Bilder, äh, Slideshows und, und Reels eben haben. Da gibt es unterschiedliche Multimedia-Formate und da messen die Plattformen dann natürlich auch, schaut diese Userin, schaut dieser User tendenziell eher lieber Videos, liest er eher Texte oder klickt er sich eher durch Bildgalerien oder mag er vielleicht eine Mischung. Und alle diese Faktoren nutzen die Plattformen dann dazu, um ja eben ihnen eine möglichst personalisierte und damit zugleich auch möglichst relevante Auswahl zu bieten. Warum machen sie das? Natürlich liegt das genuine Eigeninteresse dieser Social-Media-Plattformen zuerst mal daran, darin, dass sie möglichst viel Zeit hier verbringen. Und der Schlüssel zum Verbringen von Zeit sind relevante Inhalte. Was im Detail relevante Inhalte sind, Hängt natürlich sehr stark von der jeweiligen Plattform, beziehungsweise von der Intention, mit der Sie diese Plattform benutzen, ab. Wenn Sie äh, am Abend zu Hause sitzen und Ihnen ist Fahrt und Sie machen Instagram auf, um sich vielleicht inspirieren zu lassen für Ihr morgiges Outfit oder was auch immer, um sich das eine oder andere Bastelprojekt anzusehen, ähm, dann wird die Plattform ganz gut darin beraten sein, Ihnen in dieser Situation möglichst passende Inhalte anzuzeigen war einer der gründe warum tiktok in den letzten jahren einen solchen höhenflug erlebt hat ich sage mal so in sachen echtzeitalgorithmusanpassung also sehr schnell quasi ähnliche inhalte anzeigen ist tiktok sicherlich am leistungsfähigsten wenn sie auf linkedin unterwegs sind weil sie sich nach einem job oder nebenjob anschauen umschauen dann ist das natürlich eine vollkommen andere Zielsetzung und dann sind auch andere Inhalte für Sie relevant. Aber letztendlich besteht die Herausforderung darin, Ihnen in dieser Situation möglichst passende Inhalte anzuzeigen, die Sie möglichst lange konsumieren. Denn je mehr Zeit Sie im Newsfeed verbringen, desto mehr ähm, Werbung kann Ihnen die jeweilige Plattform anzeigen. Das ist ganz pragmatisch. Wenn ich weiter runter scroll, dann sieht man, wir haben hier eben ja. Auf Facebook natürlich großteils Beiträge unserer Freunde bzw. der Personen, denen wir folgen. Und zwischendrin kommen dann die Werbungen. Also auf Facebook so jede dritte, vierte, fünfte, je nach, je nach Zielgruppe. Beitrag ist eine Werbung. Und je mehr Beiträge wir lesen, je länger wir dann nach unten scrollen, desto mehr Werbeimpressions. So fünf war das, glaube ich, oder vier. Ja, generieren wir damit. Das heißt, für diese Plattformen ist es durchaus eine wirtschaftliche Existenzfrage, uns möglichst relevante Inhalte anzuzeigen. Der eine Faktor, den ich Ihnen jetzt beschrieben habe, der richtet sich in erster Linie nach Ihrem Nutzungsverhalten. Das heißt, Sie registrieren sich auf einer Plattform. Ich habe mir ich habe hier bei der äh, vor der Vorlesung, Tumblr hat seine besten Tage, glaube ich, schon, schon ziemlich hinter sich, war in der Frühzeit von Social Media recht populär vom Format her, so ein, soll man sagen, eine Mischung aus, aus Twitter und Blogs. Ein Microblogging-Service, aber mit etwas längeren Texten als Twitter und mehr Multimedia-Inhalt. Und ich habe mich da jetzt direkt vor der Vorlesung registriert, genau genommen habe ich mich mit meinem Google-Account eingeloggt und für damla bin ich jetzt sozusagen ein unbeschriebenes Blatt. Ich verwende die Plattform normalerweise nicht und die wissen jetzt nicht, was mich interessiert. Ich habe gar nicht geklickt, das ist jetzt der erste Screen direkt nach dem Einloggen. Und wenn ich jetzt runterscrolle, dann bekomme ich tendenziell hier mal genau die Beiträge, die wahrscheinlich eine, ein Massenmedium in einem ähnlichen Bereich, Tumblr ist eher so im, im popkulturellen Entertainment-Bereich angesiedelt, auch auswählen würde, nämlich Beiträge, die bereits. Sie sehen, dieser hier auf, auf uh, Tumblr heißen die Kommentare Notes, der hat schon 2500 Notes, die sehr populär sind. Erst im Laufe der Zeit, wenn ich dann beginne, hier zu reagieren, sehen Sie, ich habe hier die Möglichkeit, Beiträge zu liken, zu rebloggen, äh, eine zu kommentieren, auf anderen Plattformen zu teilen. Erst wenn ich dann damit beginne, entsteht für Tumblr, für die Betreiber der Plattform, eine Art Interessensprofil und je mehr ich das mache, desto ja, passendere Inhalte werde ich dann bekommen. Wenn Sie auf mein Instagram schauen, es gibt auf, auf, und da sehen Sie das auch selber sehr gut, ich nehme an, viele von Ihnen verwenden Instagram, wenn Sie da einen Blick drauf werfen, da gibt es im Hauptmenü und natürlich auch in der Smartphone-Applikation den Explore-Tab und der Explore-Tab ist dazu gedacht, Ihnen Inhalte zu präsentieren, auf die Sie sonst nicht unbedingt stoßen würden. Und das ist natürlich auch eine, ein Aspekt, eine Dimension von Social Media. Sie befreunden sich mit bestimmten Personen, mit Accounts, sie folgen bestimmten Personen und sie bekommen dann vorwiegend die Inhalte dieser Personen. Nicht nur, da komme ich gleich dazu. Aber manchmal möchte man auch einfach neue Dinge sehen. Und wenn Sie jetzt hier auf Explore klicken, sehen Sie da oben, da gibt es zwei Tabs for You oder nicht personalisiert wenn ich hier auf nicht personalisiert klicke dann sind wir wieder bei den sozusagen plattformweit sehr populären Beiträgen wenn ich auf personalisiert klicke da bekomme ich hier eine Auswahl von Instagram-Posts von Personen denen ich nicht folge die aber vom Thema her an das angelehnt sind was ich mir häufig ansehe und das funktioniert auch einigermaßen in der Echtzeit wenn Sie hier durchscrollen dann werden Sie sehen wenn ich ich bin jetzt nicht der Heavy-Instagram-User, aber wenn, dann konsumiere ich dort in erster Linie ah, Hund-Content und das äußert sich dann natürlich sehr schnell auf dieser Explore-Seite. Zurück zu Damla, Ich beginne zu interagieren. Die Plattform bekommt ein wenig mehr Anhaltspunkte und dann im Laufe der Zeit immer mehr darüber, was mich interessiert. Eine zweite Sache, die Sie auch bei sämtlichen Social-Media-Plattformen finden, ist natürlich das eigene Profil auf Tumblr spielt das keine so rasengroße Rolle beziehungsweise das ist eine Besonderheit von Tumblr äh, dass das eigene Profil ist sozusagen auch das eigene Microblog bei Instagram ist das Profil relativ überschaubar Sie können hier nicht sehr viel Text eintragen Sie haben hier gerade mal ja ich glaube 160 Zeichen sind für für ihre Profilbeschreibung und äh, dann wählen Sie sich noch einen Nick aus, tragen den Namen ein und fertig. Auf Facebook geht das sehr viel ausführlicher. Da können Sie sich, wenn Sie möchten, mit Ihren Profilinformationen nach Lust und Laune austoben. Vor allem auch hier bei den äh, ja, Filme, Fernsehsendungen und so weiter. Zusätzlich zu Ihren Interaktionen im Feed spielen natürlich auch die Informationen, die Sie in Ihrem Profil über sich eintragen, eine Rolle. Wenn Sie jetzt auf Facebook... Bei Filmen mehrere Kung-Fu-Filme eintragen, dann ist das auch ein recht deutliches Signal an das System, dass sie sich wahrscheinlich für dieses Thema interessieren werden. Und damit nochmal zurück zu dem Thema eigene bzw. Inhalte aus dem eigenen Netzwerk, Inhalte der eigenen Kontakte und Freunde im Vergleich zu Out-of-Network-Inhalten. Eine Aufgabe von Social-Media-Plattformen ist es ja auch, Ihnen basierend auf Ihren Interessen, TikTok macht das, macht das äh, bei TikTok ist der, der Anteil dieser Out-of-Network-Inhalte besonders hoch im Feed, ihnen möglicherweise passende Videos anzuzeigen und zu empfehlen. Das passiert auch wieder auf zwei Wegen. Zum einen basierend auf diesem erwähnten Interessensprofil, also je nach ihren Interaktionen. Und zum anderen, das ist auch absolut nicht zu unterschätzen, basierend auf den Reaktionen ihres Netzwerks. Was ist damit gemeint? In der Soziologie, in der Sozialtheorie, ist es ja nicht unbekannt, dass tendenziell Informationen, die für unser näheres Umfeld relevant sind, meistens auch für uns relevant sind. Themen, über die unsere Freunde sprechen, betreffen uns mit höherer Wahrscheinlichkeit als Themen, über die irgendwelche völlig Fremden sprechen. Deshalb gehen die meisten Social-Media-Plattformen jetzt auch her und nutzen, die Social Signals Ihrer Freunde. Sagen wir, Sie sind auf Facebook mit 500 Personen befreundet und ein beträchtlicher Teil dieser Personen, 20, 30, 50, egal, reagieren auf ein bestimmtes Status-Update, liken das, viele davon kommentieren es. Sie haben vielleicht in der Vergangenheit noch nie auf ein Update dieses Autors reagiert, vielleicht sind Sie mit ihr oder ihm auch gar nicht befreundet und folgen nicht. Trotzdem lernt der Algorithmus jetzt auch aus ihrem, also aus nicht aus ihrem, sondern aus dem Verhalten ihrer Freunde, dass das für sie auch relevant sein könnte. Und das kann dann auch sehr stark dazu führen, dass ihnen dieser Inhalt angezeigt wird. Dieser Faktor spielt ganz konkret auf LinkedIn eine beträchtliche Rolle. Der LinkedIn Feed ist ja genauso aufgebaut wie andere Newsfeeds auch. Das heißt, sie haben hier Beiträge von sind in dem Fall ja nicht Freunde, sondern Connections. Sie haben Werbung, mittlerweile sogar mehr als auf Facebook. Und wenn man da weiter runterscrollt, dann kommt tauchen da später, LinkedIn zeigt das praktischerweise auch an. halt etwas langsam. Dann tauchen da Beiträge auf. Hier sehen Sie das. Ähm, Paulina Stricker kenne ich nicht. Wir sind nicht vernetzt, deswegen bekomme ich hier das den Connect-Partner angeboten, ich folge ihr auch nicht. Also Content außerhalb meines persönlichen Netzwerks, aber eine Person, mit der ich vernetzt bin, hat diesen Beitrag kommentiert. Und deshalb entscheidet der Link den Algorithmus, weil er diesen Beitrag kommentiert hat, könnte der für mich auch relevant sein. Das sind also im Großen und Ganzen die unterschiedlichen Einflussfaktoren. Was neben oder was in den letzten 15 Jahren der Weiterentwicklung von Social Media eine sehr große Rolle gespielt hat, waren in erster Linie zwei Entwicklungen. Die eine habe ich schon angesprochen, schlichtweg bessere semantische Modelle, bessere Möglichkeiten der Textanalyse, AI-Technologien, die den Betreibern eine sehr viel feingliedrigere Analyse und damit auch Klassifikation der Inhalte erlauben. Um, das Zweite, was auch noch dazugekommen ist, und auch da gibt es große Unterschiede zwischen den Plattformen, <laughs> nicht jeder User, nicht jede Userin ist gleich aktiv. Auf TikTok beispielsweise, wenn wir uns die, die großen Social-Media-Plattformen miteinander vergleichen, ist TikTok die Plattform mit dem geringsten Anteil an aktiven Nutzerinnen, an aktiven Nutzerinnen, die selber Inhalte hochladen. Das sind auf TikTok tatsächlich, unterscheidet sich ein wenig von Land zu Land, aber so zwischen 3 bis 4,5 Prozent, die schon jemals ein Video hochgeladen haben. Die überwiegende Zahl der TikTok-Nutzerinnen konsumiert dort Inhalte. Von den Personen, die auf TikTok-Videos ansehen, gibt es dann wieder einen bestimmten Teil, die regelmäßig liken, kommentieren und dort sozusagen reichlich Social-Signals hinterlassen. Für diese Personen kann man diese Social Signals natürlich auswerten, aber dann gibt es einen Teil, die schauen sich zwar TikTok-Videos an, aber die liken oder kommentieren sehr selten und teilen auch nichts. Auf LinkedIn ist das genau das gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt Personen habe, die diese Social Signals nicht liefern, dann kann ich die natürlich auch nicht verwenden, um ein entsprechendes Interessensprofil zu bauen. Was tut man in dem Fall? Es gibt einen Faktor in der Nutzung von Social Media, den man eigentlich kaum übergehen kann. Und zwar, wenn ich jetzt, nehme wieder Instagram her, wenn ich im Instagram-Feed bin und ich scroll da runter, habe ich ein Foto, das ist jetzt ein, ein, eine Slideshow. Wenn mich das interessiert, kann ich darüber klicken. Und das dauert natürlich eine gewisse Zeit, mir diese Fotos anzusehen. Ich kann runtergehen. Wenn ich hier Videoinhalte angezeigt bekomme, kurze Beiträge liest man natürlich relativ schnell, ist die Frage, das ist eine Werbung wieder, äh, schaue ich mir das Video an, aktiviere ich eventuell sogar die Tonspur. Wenn man Inhalte konsumiert, sei es ob man Video schaut, hier haben wir auch etwas Text oder wenn ich hier auf More klicke, gut, da kommen dann nur mal Hashtags, dann äh, erhöht All das die Verweildauer. Und in den letzten Jahren sind die Plattformen, meines Wissens war YouTube eine der ersten als Videoplattform, die diese Metrik sehr stark benutzt haben, machen mittlerweile alle, gerade für Personen, die, wie gesagt, selten oder so gut wie gar nicht liken, kann ich natürlich die sehr valide Hypothese bilden, wenn jemand Zeit mit einem Inhalt verbringt, anstatt beispielsweise nur schnell die ersten drei Zeilen zu lesen und dann weiter zu scrollen. Dann ist das vermutlich ein, ja, ein deutlicher Indikator dafür, dass diese Person sich für den Inhalt aus welchen Gründen auch immer interessiert. Das heißt, LinkedIn nennt das Dwell-Time, das deutsche Wort wäre Verweildauer. Das heißt, die verbrachte Zeit spielt da auch eine beträchtliche Rolle. Wenn Sie sich überlegen, wie das auf YouTube so läuft, so klassischerweise, sie öffnen YouTube, sie sind hier für eine Startseite. Dann ist mal die erste Frage, in dieser Disziplin ist, ist, äh, sind große YouTuber oder große YouTube-Influencer meistens äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr erfahren. Ich bekomme hier eine Auswahl angezeigt, das ist jetzt keine Suche, sondern meine persönliche Startseite und wir haben wir wieder Werbung und da sehe ich jetzt erstmal ein paar Thumbnails, Mastercam, großartig, wenn man mit der Maus da drüber fährt, dann beginnen die ersten Sekunden des Videos zu laufen. Und da ist mal die erste Frage, was äh, spricht mich so sehr an? Und da spielt das Thumbnail oder der Thumbnail natürlich eine große Rolle. Ich glaube, das Thumbnail. Mir ist gerade Fahrt. Ich will Zeit verbringen. Ich schaue, was gibt's da? Aha, Berichterstattung über Donald Trump. Interessiert mich jetzt aktuell gerade vielleicht. Und dann klicke ich da rein. Ich mach nur den Ton aus. Ja, dann spielt YouTube erstmal Werbung, die überspringe ich dann und dann beginnt das Video zu laufen. Das ist jetzt ein relativ kurzer Clip, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, 2 Minuten 16. Und das erste Signal, das ich YouTube jetzt geliefert habe, war, offenbar ist dieser Clip, dieses Thumbnail so interessant, dass es mich zum Klicken bewogen hat. Und das ist jetzt schon ein Grund für YouTube, dieses Video häufiger anzuzeigen. Nicht, wenn ich allein das mache, aber wenn das eine größere Zahl von Nutzern tut. Und die zweite Frage, sobald dieses Video dann läuft, ist, wie lang schaue ich das? Sie sehen, wir haben hier 2 Minuten 16. Das heißt, wenn ich nach 30, genau genommen nach 34 Sekunden abbreche, habe ich ein Viertel des Videos geschaut. Und ist jetzt ein Signal für YouTube, dass der Clip offenbar nicht so interessant ist, dass ich ihn unbedingt bis zu Ende sehen musste. Wenn ich jetzt zurückgehe und hier auf den nächsten Trump-Clip Clip, klicke, der dauert 2 Minuten 32 und den bis zum Ende ansehe, ist das für den YouTube-Algorithmus ein Signal oder ein Indikator, dass zumindest für mich dieser Clip besser funktioniert hat. In der großen Zahl, wenn das jetzt genau dasselbe oder ein ähnliches Verhalten bei einer größeren Zahl von Nutzerinnen auftritt, dann wird das dazu führen, dass tendenziell das Video, beide Videos geklickt werden, dass Leute bis zum Ende schauen, weiter oben in Suchergebnissen auftaucht, häufiger angezeigt, häufiger auf personalisierten Startseiten empfohlen wird. Natürlich gibt es diese Verweildauer nicht nur bei Videos. Aufgrund der Art und Weise, wie moderne Browser mittlerweile funktionieren, können wir das... Ganz genau so messen, wenn es beispielsweise um Texte geht. Die meisten Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Facebook, Instagram, präsentieren ja nicht das komplette Status-Update, sondern jetzt im Fall von LinkedIn sehen wir hier die ersten 120 Zeichen und dann folgt hier dieses Weiterlesen oder mehr. Und das mal im auch ein, ein uh, Social-Signal, die erste Frage, ich schaue mir das an, ich sehe das Bild, ist es interessant genug, dass ich dann weiterlese? Nein, negative Signal, ja, aha, ist interessant. Und dann kann jetzt LinkedIn über, die, über das Browser-Interface, beziehungsweise natürlich genauso in der mobilen Smartphone-App, Tautologie, mobile Smartphone, -App, Smartphone-App reicht, glaube ich. Um, und da können die jetzt auch messen, scrolle ich da runter, wie viel Zeit verbringe ich da oder lese ich nur die ersten paar Zeilen und mache dann weiter. Also Social Signals und Verweildauer sind, wenn Sie so wollen, die Währungen oder das Rohmaterial für die Algorithmen. Sehr interessante Frage im Chat von Antioptis3. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Organisation oder ein Unternehmen hat, wie kann ich dann effektiv Userinnen erreichen, die beispielsweise gar kein Interesse an einem Produkt haben oder nicht wissen, dass man existiert? Sehr relevante Frage für jedes Startup, für jedes neue Produkt. Woher sollen die Leute das wissen? Ein, eine neue Zahnpasta kommt auf den Markt. Eine Frage ist da natürlich im, jetzt im klassischen Handel stationärer Handel. Wie kann ich das positionieren? Für viele Handelsmarken ist es ein, das wissen Sie auch, wenn Sie ab und zu Sendungen wie zwei Minuten zwei Millionen oder in der Höhle der Löwen verfolgen. Für viele Unternehmen ist ein großes Asset bei einer der großen Handelsmarken die Liste zu sein. Wenn Sie bei BIPA oder DM mit Ihrer Zahnpasta im Regal stehen, dann besteht eine gewisse Chance, dass Leute darauf aufmerksam werden. Das allein reicht im Normalfall aber nicht. Es gibt und ich mal schnell die passende Grafik raussuchen. Ja. Im, Im Marketing immer diese, dieses Modell vom uh, Marketing Funnel, dieser Trichter. Das ist sozusagen eine Reise, eine, eine Customer Journey des Kunden. Da ganz oben weiß der nichts vom Produkt. Wenn Sie ein Startup sind und wenn Sie beispielsweise eine neue Software verkaufen, die steht dann überhaupt nirgendwo in einem Geschäft dann sollte Ihre Zielgruppe mal davon erfahren, dass es diese Software gibt. Und Ihre Frage im Chat hat zwei Dimensionen. Die sind sehr, da muss man, glaube ich, auch sehr deutlich unterscheiden. Wenn meine Zielgruppe gar kein Interesse an in einem Produkt hat, dann kann ich dieses Produkt an diese Zielgruppe nicht verkaufen. Meine Frau und ich haben keine Kinder. Es wird Ihnen auch mit der ausgefeiltesten Marketingmethode nicht gelingen uns einen Kinderwagen zu verkaufen. Gar kein Interesse, ist für mich ähnlich wie, benötigen das Produkt überhaupt nicht. Andere Situation ist, die wissen nicht, dass das Produkt existiert. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ganz oben im Marketing verhandelt, bevor jemand, wie Sie vollkommen richtig schreiben, bevor jemand sich möglicherweise dazu entschließt, bleiben wir bei dem Softwarebeispiel, sich für einen gratis -Test zeitraum bei einer Cloud-Software zu anzumelden oder sich eine Demo runterzuladen oder sogar das Produkt zu kaufen, muss er erstmal wissen, dass es existiert. Da ist Social Media ein Verbreitungskanal. Und tatsächlich beißt sich da natürlich die Katze in den Schwanz. Sie können mit ihrer neuen Software eine Facebook-Page einrichten, aber wer soll die finden, wenn niemand den Namen der Software kennt? Typischerweise im oberen Bereich dieses Fundles, dort wo es darum geht, Neue Produkte, neue Services bekannt zu machen, wird ihnen organische Verbreitung wenig weiterhelfen. Und man wird im Normalfall Werbung nutzen. Jetzt gerade im Social Media Bereich, sagen wir mal, sie verkaufen eine Software, die ambitionierten Instagram-Nutzerinnen dabei helfen soll, bessere Beiträge zu erstellen. Da gibt es ja eine ganze Menge von Statistiksoftware und so weiter. Dann ist Ihre Zielgruppe mal ziemlich sicher oder Ihre Zielgruppe besteht ziemlich sicher nur aus Personen, die relativ häufig dort selber posten. Wenn ich nur Gelegenheitsnutzer bin, werde ich wahrscheinlich kein Geld dafür ausgeben, wenn mir selber das Posten nicht wichtig ist, sondern eher Leute, die vielleicht ambitioniert sind, aus beruflichen Gründen oder weil sie selber Influencerinnen werden möchten. Dann ist die erste Frage, wie kann ich diese Zielgruppe erreichen? Und da hilft Ihnen natürlich das Targeting auf Social Media. Wenn Sie je nach Plattform können Sie jetzt beispielsweise Ihre Werbung nur besonders aktiven Nutzerinnen, nur Nutzerinnen, die Interesse an bestimmten anderen Produkten haben, anzeigen. Und so erfahren die mal davon. Im organischen Bereich gibt es da eigentlich nur die Möglichkeit, mit bereits bestehenden Influencerinnen zusammenzuarbeiten. Es gibt in so ziemlich jedem Bereich Personen, die bereits populäre Channels betreiben, seien es jetzt YouTube-Kanäle oder große Facebook-Gruppen, was auch immer. Und natürlich in der Awareness Stage oder ganz oben im Fundel ist dieses Influencer-Marketing auch ein geeignetes Mittel, manchmal sogar eines der besten. Wenn Sie sehr spezifische Produkte verkaufen, unsere Instagram-Software, und Sie finden jetzt jemanden, der seit Jahren über Social Media, Marketing, über Instagram schreibt und sehr viele Follower hat, für die dieses Thema wichtig ist, dann kann es natürlich hochgradig Sinn machen, wenn Sie diese Person dafür bezahlen dass sie ihr Produkt bewirbt. Aber das sind im Wesentlichen die zwei Wege. Aber Sie haben tatsächlich recht bei neuen Produkten auf organischem Weg. Natürlich kann man relativ leicht ein Profil einrichten, sei es auf Instagram oder sei es eine Company Page. Aber bevor irgendjemand was von Ihnen mitbekommt, müssen Sie erstmal Follower bekommen und, und äh, die trudeln natürlich auch nicht von allein ein. Es gibt auch noch eine andere Strategie, die haben einige. Unternehmen, ein paar Agenturen habe ich damit bekommen in den letzten Jahren mehr oder weniger erfolgreich angewendet. Wenn Sie jetzt ein spezifisches Produkt verkaufen, dann können Sie natürlich zuerst mal alles mögliche posten, also so typisch klassische lustige, skurrile Beiträge, die auf Social Media gut funktionieren, Tanzvideos auf TikTok, in der Hoffnung, dass Sie damit viel Verbreitung bekommen und dass ihnen erstmal viele Personen folgen und Sie dann Später ihre eigentliche Werbebotschaft unterbringen. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan dieser Methode, weil da bauen sie sich natürlich eine, eine quasi, wenn es gelingt, eine große Userbasis auf, aber haben im Normalfall nur sehr wenig, je spezifischer das Produkt ist, nur sehr wenig Personen von ihrer tatsächlichen Zielgruppe damit drin dabei. In, in, dieser, ja, in dieser Auswahl von Personen. Das heißt, für Social-Media-Marketing-Follower-Aufbau spielt immer eine Rolle, aber Sie wollen idealerweise natürlich auch Follower haben, die eben sehr wohl zumindest ein bestimmtes Interesse an in Ihrem Produkt haben. Würde ich das Influencer-Marketing auch äh, bei Parteien oder NGOs sehen? Es gibt sehr viele NGOs, die Influencer-Marketing betreiben. Es ist lustig, dass Sie das ansprechen. Ich habe jetzt nämlich ganz Ganz schnell vorhin in der Vorlesung, als ich auf meinem LinkedIn-Profil war, ist mir dieses Feature da aufgefallen. Das war etwas größer. Das hat LinkedIn neu, äh, so, zu groß, neu online gestellt. Das ist so eine Profilbox, Open, open to, volu to Volunteer. Und da können Sie quasi gute Zwecke eintragen, die Sie unterstützen und Skills und NGOs können Sie dann darüber finden. Quasi gedacht, wenn man. Wenn man ja halt einen Teil seiner, seiner Arbeitskapazität, NGOs kostenlos zur Verfügung stellen möchte. Aber natürlich, Influencer Marketing ist da eine tolle Gelegenheit. Im politischen Bereich, da haben wir in den letzten Jahren ja sehr stark, und da gibt es einige Untersuchungen dazu, da ist die Situation in Deutschland nicht sehr viel anders als in Österreich, was organische Reichweite betrifft, sind... Rechte Gruppierungen auf Social Media sehr erfolgreich. Das mag auch damit zu tun haben, dass ich, komme ich später heute halt auch noch dazu, dass ich häufig äh, verhetzende oder extremistische oder auch äh, Fake News schneller verbreiten als Wahrheiten, die Leute manchmal vielleicht nicht ganz so gern hören möchten. Aber be that as it may, auch im politischen Bereich gibt es Influencer-Marketing und Influencer-Kampagnen, wobei sehr viele Influencer sich natürlich schwerer damit tun, sich Politisch zu exponieren, als beispielsweise Werbung für ein neues Haarschabot zu machen. Ähm, ich kann es auch nur aus, aus persönlicher Sicht sagen, ich bin jetzt kein, kein klassischer Influencer, aber äh, ich arbeite für politische Kunden überhaupt nicht aus, aus Prinzip. Aber grundsätzlich ist diese Möglichkeit natürlich auch in dem Bereich absolut nutzbar. Eine Sache vielleicht noch, weil das häufig auftaucht, es ist ein Vergleich, den ich nicht so heiß liebe. Social-Media-Algorithmen werden häufig mit Rezepten verglichen, oder nicht nur Social-Media-Algorithmen, sondern Algorithmen werden häufig mit Kochrezepten verglichen, im Sinne einer Handlungsanweisung. Ja, das stimmt natürlich, ein Algorithmus ist eine Formel, der eine bestimmte Abfolge von Anweisungen automatisiert ausführt. Der wesentliche Unterschied zwischen einem Kochrezept und einem digitalen Algorithmus besteht allerdings darin, dass beide von jemandem geschrieben werden, aber fürs Kochrezept brauchen Sie dann noch einen Koch. Der Algorithmus, wenn der erstmal sozusagen ja, seine Arbeit verrichtet, dann tut er das mehr oder weniger allein und ohne menschliche Zugriffe, abgesehen natürlich von entsprechenden Feintuning und Weiterentwicklungen. <laughs> stimmlich noch nicht ganz auf der Höhe. Ich möchte Ihnen ein paar der Unterschiede, wie schon gesagt, Algorithmen funktionieren nicht alle gleich, aber ich möchte Ihnen ein paar Spezifika erklären der einzelnen Plattformen. Wir werden die der Reihe nach durchgehen. Vielleicht noch Folgendes dazu: Warum beschäftigt man sich überhaupt mit dem Thema oder welche Motivationen stecken da dahinter oder können dahinter stecken. Ja, zum einen ganz klar, wenn man eine Social-Media-Vorlesung besucht, aber das trifft nur auf einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung zu, als normaler Nutzer, als normale Nutzerin, möglicherweise aus Interesse daraus daran, besser zu verstehen, wie die Plattformen funktionieren. Aber in erster Linie gibt es zwei Stakeholdergruppen, für die das sehr spannend ist. Die Betreiber der Plattformen die haben ein ganz klares Interesse, die wollen, dass wir möglichst viel Zeit in den Newsfeeds verbringen und natürlich professionelle oder zumindest ambitionierte Creator. Wenn sie Zeit, vielleicht sogar Geld für Equipment, Energie, Kreativität investieren, um einen YouTube-Kanal, einen Instagram Account aufzubauen, dann haben sie vermutlich großes Interesse daran, möglichst gut zu verstehen, wie die Plattform funktioniert, um ihre Reichweite optimieren zu können. Jetzt, wenn Sie ein wenig googeln, das ist wirklich ein, ein Rabbit Hole, in das man weit abtauchen kann, nach äh, Social Media Optimierung oder Tipps, äh, Tricks für Instagram, solche Dinge, dann finden Sie immer wieder mal so äh, Hacks oder, oder Anleitungen, wie man den Algorithmus überlistet. Ich versichere Ihnen, Algorithmen kann man nicht überlisten. Der Hauptfaktor, die, im Prinzip sind das formeln die operational die Interesse von Personen operationalisieren das Haupterfolgskriterium ist natürlich Inhalte zu veröffentlichen die für ihre Zielgruppe spannend und relevant sind und ich mache ja abseits der Vorlesung sehr viele Trainings allerdings ausschließlich für LinkedIn das heißt ich habe da in der Regel Marketing oder oder äh, Vertriebsabteilungen sitzen und in diesen Trainings rede ich natürlich auch sehr viel über Algorithmus und jetzt ganz konkret, wie optimiert man Beiträge für LinkedIn. Ich sage allerdings auch immer dazu, Sie können mit keinerlei Tricks einen, ein fades Thema, ein fades Posting zum Abheben bringen. Aber wenn Sie ein gutes Thema haben, das für Ihre Zielgruppe interessant ist, dann macht es natürlich durchaus noch einiges an Unterschied, ob Sie Ihren Beitrag jetzt adäquat für die jeweilige Plattform aufbereiten. So, that being said, was sind denn jetzt so im Detail die Unterschiede oder wie funktionieren die Algorithmen der wichtigsten Social Media Plattformen? Beginnen wir mit Twitter. Ein Sonderfall, zum einen ist Twitter natürlich ein, ein recht, ähm, soll man das nennen, eigenes Format. Microblogging mittlerweile umgetauft in X. Elon Musk dürfte sich ja sehr freuen über Donald Trumps Wahlsieg. Bin neugierig nebenbei bemerkt, haben das wahrscheinlich mitbekommen. Donald Trumps Account wurde in seiner ersten Präsidentschaft ja gesperrt von Twitter damals noch nicht im Besitz von Elon Musk und er hat dann sein eigenes Netzwerk Truth Social gegründet. Mal sehen, ob es das jetzt noch weitergeben wird, aber wie auch immer. Twitter-Algorithmus. Sie haben hier die relativ kurzen Textbeiträge. Twitter hatte jahrelang keinen Algorithmus, sondern Sie als Nutzer suchten sich quasi aus, wem folge ich, und Sie bekamen dann einfach nur sämtliche Beiträge aller Personen, denen Sie folgten, ohne dass eine algorithmische Auswahl erfolgt wäre. Mittlerweile verwendet Twitter sehr wohl einen Algorithmus. Welche Faktoren fließen da rein? Ja, zum einen klarerweise nach wie vor natürlich die Personen, denen man folgt, aber sie sehen nicht alle Inhalte. Ich habe in der Vergangenheit ein paar Mal auf, auf J.K. Rawlings Tweets reagiert. Komme ich jetzt jedes Mal angezeigt. Das heißt, User-Interaktionen spielen eine Rolle und Location und Language. Twitter unterscheidet relativ stark nach Sprache und auch nach der Geografie des Nutzers. Das heißt, wenn Sie in Österreich sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie deutschsprachige Inhalte aus Österreich oder auch aus Deutschland angezeigt bekommen, wesentlich höher. Die <laughs> Relevanz misst Twitter mittlerweile auch anhand von Keywords, wobei hier Hashtags eine besonders große Rolle spielen. Als sehr aktualitätsorientiertes, aber das sind eigentlich alle Social-Media-Plattformen, als sehr aktualitätsorientiertes Medium spielt Twitter. Neuigkeit eines Tweets, also die Zeit seit der Publikation eine noch größere Rolle als auf den meisten anderen Plattformen. Und was auch immer wieder im Feed auftaucht, sind Accounts, die Twitter als similar, also als ähnlich von den Themen her einstuft. Mit der Übernahme durch, äh, durch Elon Musk, mit dem Umtaufen in, in X. Äh, Ändert sich auch einiges in Sachen Premium-Account. Twitter bietet ja gegen Gebühr eine Verifizierung an. Bezahlte Accounts werden mittlerweile auch in der Ausspielung deutlich bevorzugt, was eher unüblich ist, aber wenn Sie bezahlen, dann bekommen Sie auf Twitter auch mehr Reichweite. Der Facebook-Algorithmus funktioniert jetzt natürlich auch ähnlich, das tun die Social-Media-Algorithmen alle. Auch hier spielt Timing eine Rolle. Ein Faktor, der bei Facebook auch noch mit reinfließt, der auf Twitter keine so große Rolle spielt, ist die Demografie. Also zwar auch Location und Language, aber Facebook geht da noch weiter, ähm, was die, die unterschiedlichen demografischen Daten betrifft, die Sie kennen. Ähnlichkeiten fließen da hier auch rein. Dann spielt die... Facebook nennt es Account Credibility, also die korrekte Übersetzung wäre die Glaubwürdigkeit des Accounts. Die spielt eine Rolle. Also, wie viele Meldungen gab es in der Vergangenheit? Ich habe Ihnen vorher hier dieses Kontextmenü gezeigt, wenn viele Personen auf weniger Anzeigen klicken ähm, oder noch schlimmer Beitrag verbergen, den Autor 30 Tage lang stumm schalten, ihm nicht mehr folgen oder sogar den Beitrag melden oder blockieren. Das alles sind Negativsignale, wenn die häufig auftreten, dann sozusagen schädigt das die. die Reputation, Glaubwürdigkeitsbewertung eines Accounts, das hilft der Verbreitung dann natürlich auch nicht. Klarerweise Engagement-Level spielen eine Rolle, wobei es bei Social Media natürlich nie fixe Kriterien gibt, dass man jetzt sagen könnte, ja, Beitrag ist super, wenn er 20 Likes bekommt, sondern es hängt immer davon ab, wie viele Beiträge gibt es zu einem bestimmten Zeitpunkt und wie gut. Performt, performt, ein bestimmter Beitrag im Verhältnis zum anderen verfügbaren Content. Selbstverständlich bevorzugt Facebook auch Inhalte von Connections, also von Personen, mit denen man vernetzt ist, gegen Überfremden. Einer, der, auch wenn die, wenn die Plattform jetzt vordergründig vielleicht gar nicht so super kompliziert aussieht, aber dennoch einer, der warum bekomme ich da und so, weiß nicht, war ähm, einer der Gründe, warum die Plattform relativ schwierig zu verstehen ist, ist, weil es auf Instagram eigentlich fünf unterschiedliche Verbreitungswege für Inhalte gibt. Was Sie hier sehen, ist der Feed, der normale Instagram-Feed, wo Sie Postings Ihrer Kontakte angezeigt bekommen. Einzelbilder, so wie hier, Fotogalerien oder Videos. Der Instagram-Feed speist sich in erster Linie durch Inhalte von Personen, denen Sie in der Vergangenheit gefolgt sind. Auch hier werden durchaus aktuelle Beiträge bevorzugt. Ähm, die persönliche History spielt eine große Rolle. Also wenn man regelmäßig Beiträge bestimmter Personen liked oder kommentiert, dann führt das zu einer häufigeren Anzeige. Ein Faktor, den wir eigentlich auf allen Plattformen weiterfinden. Instagram berücksichtigt auch sehr stark die Save-Funktion, Sie können sich ja hier sozusagen Beiträge zur späteren Wiederverwendung speichern. Auch das gilt als sehr wichtiges Qualitätssignal auf der Plattform und natürlich die insgesamte Zahl von Engagement, also die Engagement-Rate. Ein Beitrag wird x Personen angezeigt. Wie viel Prozent klicken auf Like, kommentieren den Beitrag oder speichern ihn? Und ja, eben wie gesagt, sozusagen basierend auf diesen Inhalten zeigt Ihnen Instagram dann auch, sponsert ist Werbung, einen bestimmten Teil von Inhalten an von Personen, denen Sie noch nicht folgen, der aber eine gewisse Ähnlichkeit aufwirft, äh, aufweist. In den letzten Jahren hat sich die Aktivität oder die auf Instagram verbrachte Zeit sehr stark auch in die Bereiche Stories, beziehungsweise Reels verlagert. Was die Instagram Stories betrifft, die hat Instagram bzw. Meta ja relativ unverschämt von Snapchat geklaut. Stories verschwinden nach 24 Stunden. Die Reihenfolge der Stories, die Sie angezeigt bekommen hier am Desktop oder, oder auch in der Smartphone-App, macht es natürlich wesentlich wahrscheinlicher, dass Sie auf die Stories weiter vorne hier mal zuerst draufklicken. Diese Reihenfolge wird in erster Linie determiniert durch Reaktionen. Der Unterschied ist ja, die Reaktionen auf Stories. Wenn ich hier jetzt ein, ein Like klicke, ist das nicht öffentlich sichtbar, sondern das bekommt nur der Autor. Die fließen auch rein. Aber Instagram misst bei den Stories auch sehr stark die Weildauer bei Videos. Also wiederum schaue ich mir dieses Video bis zu Ende an. Und bei den Stories spielt auch die Closeness rein. Instagram ist ja kein. Ähm, Symmetrisches Netzwerk wie Facebook, wo man immer gegenseitig befreundet ist, wenn man befreundet ist, sondern sie folgen auf Instagram Personen und die können ihnen dann zurückfolgen oder nicht. Wenn man regelmäßig mit einer Person gegenseitig interagiert, also gegenseitig Beiträge, Like, Kommentiert oder auch ein Signal, das damit reinfließt, direkt Nachrichten austauscht, dann ist das auch ein starkes Qualitätssignal und fließt in das Relevanzranking der Stories mit ein. Vorhin schon erwähnt es gibt dann zusätzlich noch den explore tab, der eben auch auf der persönlichen history beruht und sozusagen besonders erfolgreiche Beiträge außerhalb des Netzwerks mit, mit ähnlichen Themen präsentiert Und was hier das ist auch ein dynamisches system das heißt wenn sie jetzt hier regelmäßig reinschauen, was ich zugegebenermaßen recht selten mache und dann auf bestimmte Videos zum beispiel auf diesen, Hund hier klicken, da führt das auch dazu, dass Sie in Zukunft hier noch mehr Hundekontent angezeigt bekommen. Also durchaus ein gewisses selbstverstärkendes System. Die Reels ist eigentlich der, der Bereich, der bei Instagram am stärksten angewachsen ist in den letzten Jahren. Wir erleben ja generell einen, einen starken Trend hin zu Kurzvideos funktionieren relativ ähnlich von den Kriterien her wie der normale Instagram Feed, nur dass es hier natürlich nur Videocontent zu sehen gibt. TikTok wieder ein ja, eine Sache für sich, ich habe es vorhin schon erwähnt, aha, Kamalas. Ah, das war noch vor der Wahl 3 days ago. Auch eher ungewöhnlich, normalerweise Findet man ganz oben im TikTok-Feed auch eher aktuelle Inhalte? Der Unterschied zwischen TikTok und allen anderen Social Media Networks besteht in erster Linie darin, dass, wie gesagt, TikTok sehr stark in Echtzeit reagiert. Das heißt, ich kriege jetzt hier, ah, Maschek, ich kriege jetzt hier Videos und je nachdem, auf was ich reagiere, wenn ich jetzt hier dieses Video like oder auch nur bis zu Ende schaue, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich gleich mal bei den nächsten Videos mehr DIY-Holzarbeitssachen dabei habe. Wenn ich das Käsevideo mir anschaue, dann werde ich sofort, instant bei den nächsten Videos mehr food-related oder cheese-related Material dabei haben. Was auf TikTok eine enorm große Rolle spielt, ist die örtliche Nähe. Da gibt es mittlerweile, vielleicht haben Sie die auch mal gesehen, recht berühmte Bilder oder die berühmte Bilder, die schon durch, das Ganze, ja, durch die ganzen Social Media weit gerauscht sind. TikTok ist ja sehr bekannt in China und Sie können ab einer gewissen Followerzahl und Aktivität auf TikTok eigene Livestreams starten und da gibt es ein ganzes Ökosystem rum. Das heißt, die Viewer können dann äh, virtuelle Belohnungen kaufen und quasi den Livestreamer oder die Streamerin damit bezahlen. Und da gibt es jetzt sehr viele Chinesinnen und Chinesen, die in äh, ökonomisch schwächeren Gebieten leben und mit Ringlight, Smartphone und dementsprechendem Equipment und in Parks oder unter überdachten Brücken in irgendwo in reichen Stadtteilen sitzen und ihre Streams von dort machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dort quasi mehr Bezahlung bekommt, wesentlich größer ist. Äh, für die Geografie verwendet TikTok nicht den Ort, den sie eingetragen haben, ähm, sondern ihre IP-Adresse. Das heißt, die wissen tatsächlich ziemlich genau, wo sie sind. Natürlich spielt auch die Interaction History eine Rolle, aber bei TikTok ist es tatsächlich so, dass äh, der Anteil an Videos von Personen im Feed, denen sie nicht folgen, also neuen Inhalten, am relativ größten ist. Und äh, sicherlich einer der ausgefeiltesten Algorithmen, was das Thema Binge-Watching betrifft. YouTube, habe ich vorhin schon erwähnt, da spielt die Click-Through-Rate zuerst mal eine große Rolle. Bevor Sie ein Video ansehen, müssen Sie erstmal draufklicken. Und wenn ich jetzt einfach nur eine Suche mache, haben wir dasselbe. Wir haben hier wieder eine Reihe von Videos, hier Werbung, aber dann kommen die organischen Videos. Und da spielt jetzt natürlich auch gleich mal. Dass Thumbnail eine Rolle und sobald das passiert ist, ist eben dann die große Frage, schaut er es bis zu Ende oder nicht. Erwähnenswert ist auch, dass YouTube die einzige Social Media Plattform ist, die einzige Verbliebene mit einem Daumen nach unten. Beim Daumen nach oben gibt es Counter, die Daumen nach unten klicks, sehen nur die Autorinnen selber. Kommentare, Likes bzw. Dislikes und Shares fließen hier. Natürlich auch noch mit rein. Auf den LinkedIn-Algorithmus möchte ich in, einer, in unserer LinkedIn-Einheit nochmal detailliert eingehen. Hauptunterschied ist, LinkedIn-Nutzerinnen verbringen ihre Zeit in Newsfeed normalerweise nicht mit, dem Abs mit der Absicht, sich unterhalten zu lassen, sondern eher mit konkreten beruflichen Zielen. Das heißt, LinkedIn versucht, die Qualität von Inhalten zu beurteilen und natürlich äh, operationalisiert hier in erster Linie über die Verweildauer. Die, das hat auch damit zu tun, dass LinkedIn einen vergleichsweise kleinen Anteil nur so um die 15% von NutzerInnen hat, die überhaupt liken und kommentieren. Der Rest, wie man auf Österreich ist, sagt, schaut nur und daher spielt hier die duelltime time eine besonders große Rolle. Ja, dann gibt es. Eine Plattform, dann bin ich auch fertig mit unserer kleinen Algorithmusübersicht, die in Europa ja, überschaubarer Popularität erfreut, die in Amerika aber sehr, sehr gut funktioniert: Pinterest. Wenn Sie mit äh, DIY-Kreativtätigkeiten zu tun haben, kennen Sie es vielleicht. Pinterest ist so etwas wie eine, ein virtuelles Pinboard, auf dem man entweder eigene Fotos und Videos hochladen kann. Uh, Unternehmen können dort auch werben. Und es wird sehr viel, bis da springt man immer zum Business Hub statt zur Startseite. es wird sehr viel verwendet, um, uh, eben, ja, um sich inspirieren zu lassen, gerade im DIY- und Crafts-Bereich. Und die einzelnen Pins, wenn Sie hier so ein, ein uh, Pin erstellen, dann linken die immer zurück zur Ursprungswebseite. Das sind im Normalfall einzelne Bilder. Es funktioniert auf zwei Wegen. Sie können das Foto hier hochladen und den Link eintragen, oder Sie können mit einer entsprechenden Browser-Erweiterung direkt von der jeweiligen Seite Bilder binden. Neben den Faktoren, die bei anderen Plattformen eine Rolle spielen, eben auch die Likes, die die Pins bekommen und so weiter, wie Videos, wie häufig die bis zum Ende angeschaut werden, spielt auf Pinterest auch die Qualität der verlinkten Seite eine große Rolle, also wie populär diese Domain ist. Relativ untypisch ähm, im Vergleich zu anderen Social Media Seiten Pinterest Beiträge sind eben immer so nicht immer, aber in den meisten Fällen zur Originating Site Originating Site zurückgelinkt. Das waren jetzt eine Menge technischer Aspekte, ihnen wird sicherlich in den letzten Jahren nicht entgangen sein dass Social-Media-Algorithmen auch für sehr viel Kritik sorgen. Zum einen der sogenannte Bubble-Effekt. Social-Media neigt dazu, ein Meinungsverstärker zu sein, auch aufgrund der Art und Weise, wie diese Algorithmen funktionieren. Man bekommt tendenziell mehr vom Gleichen. Ich persönlich bezweifle sehr stark, dass das ein spezifisches Social-Media-Problem ist, wenn man einen Blick in die Geschichte der Wirkungsforschung wirft. Wirkungs Medienwirkungsforschung begann, systematisiert und strukturiert in den 50er Jahren mit der Hovland-Gruppe, dann sieht man eigentlich, dass sich eines wie ein roter Faden durchzieht. Wir neigen durchaus dazu, Medien zu benutzen, um unsere bestehenden Meinungen zu verstärken. <laughs> sieht man im politischen Bereich und in jedem Bereich. Aber natürlich ist Social Media für diese Entwicklung noch ein Turbo. Das ist aber meiner Meinung nach... Tendenziell gar nicht das allergrößte Problem dabei, sondern, wie eingangs erwähnt, die Plattformen wollen, dass wir möglichst viel Zeit im Newsfeed verbringen und tun dafür natürlich alles, um unser, Stichwort Social Media Sucht, Dopamin, also Belohnungssystem zu aktivieren. Es gibt ein sehr spannendes Interview, ich werde Ihnen den, es dauert so 16 Minuten, ich stelle den Link in Moodle mit Herrn... Professor Stuart Jonathan Russell. Russell, eine der großen Kapazitäten im Bereich der, der Informatik- und AI-Forschung, hat sich auch sehr viel mit Social Media befasst, ähm, speziell auch den neurologischen Auswirkungen von Mensch-Computer-Interfaces. Und in diesem Interview geht es um Social Media-Algorithmen. Ich möchte Ihnen hier jetzt nur kurz die ersten vier Minuten vorspielen. Die beschreiben nämlich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, das größte, das zentrale Kernproblem von Social Media Plattformen beziehungsweise von Social Media Algorithmen. Aber hören Sie sich das mal selber an. The Social Media Content Algorithms, right, they decide what you read and what you watch. And they do that for literally billions of people. for hours every day right um, so in that sense they have more control over human cognitive input than any dictator in history has ever had more than stalin more than kim il-sung um, more than hitler right they have massive uh, power over human beings uh, and they are completely unregulated and people are reasonably concerned about what effect they're having. Um, and so what they do um, is basically they set an objective because they're good standard model machine learning algorithms, and they're, so they set an objective, let's say maximize click-through, right, the, the probability that you're going to click on the next thing. So I'll imagine it's like this is YouTube, uh, you know, you watch a video, and lo and behold, another video pops up right and am i going to watch the next video that it sends me to watch or am i going to you know close the window um, and so click through or you know engagement or various other metrics these are the things that the algorithm is trying to optimize and i suspect originally the the companies thought well this is good because you know it's good for us if they click on things we make money uh, and it's good for people because the algorithm will learn to send people stuff they're interested in. If they click on it, it's because they wanted to click on it. Yeah, right. And there's no point sending them stuff that they don't like. It's just cluttering up their their input, so to speak. Um, but you know, I think the algorithms had other ideas, and uh, the way um, that an algorithm maximizes click through in the long run is not. Just by learning what you want, right? Because you are not a fixed thing, and so the, you can get more long-run click-throughs if you change the person into someone who's more predictable, right? Who's, uh, for example, you know, addicted to a certain kind of violent pornography. Right, and so YouTube can make you into that person by, you know, gradually sending you, you know, the, you know, the gateway drugs and then more and more uh, extreme content, whatever direction. So the algorithm doesn't know that you're a human being or you have a brain, right? As far as it's concerned, you're just a string of clicks, right? Content, click, content, click, content, click, right? And um, but it wants to turn you into a string of clicks. That in the long run, there's more clicks and less uh, less non clicks and so it learns to change people into more extreme more more predictable mainly, but it turns out probably more extreme versions of themselves so if you know if, if you indicate that you're interested in climate science, it might try to turn you into an eco-terrorist you know and, you know, articles full of outrage and um, and so on. If if you're interested in in cars, it might try to you know, turn you into uh, someone who just watches endless uh, and, endless reruns of Top Gear. Or... Why is the person that's extreme more predictable? Well, I, I, this, I think this is a this is that's a, an empirical hypothesis on on my part, right? That. Um, if you're more extreme, you're, you have a higher emotional response uh, to content that affirms your, uh, your current views of the world, and so what in politics we call it red meat, right? The um, the kind. Yeah, ich glaub, das, ah, Die Problematik ganz gut. Es ist nicht unbedingt eine, ein, ein ideologischer Input oder ein bestimmter Masterplan. Natürlich, jetzt auch im Zusammenhang mit den US-amerikanischen Wahlen, und es gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Vorwürfe oder Befürchtungen, dass bestimmte Länder... Russland ist da immer wieder genannt Social Media gezielt nutzen, um Wahlen zu manipulieren, Stimmung zu machen und so weiter. Das ist eine Sache. Da gibt es einen klaren ideologischen Hintergrund. Aber was Professor Russell hier anspricht, ist, dass die Social Media Algorithmen sozusagen aufgrund der Art und Weise, wie sie gebaut sind, Optimierung und natürlich erlaubt AI heutzutage auch noch eine wesentlich effizientere Optimierung, tatsächlich darauf abzielen, uns vorhersagbarer zu machen. Und einer der einfachsten Wege dazu ist Radikalisierung. Also durchaus eine Challenge, mag etwas überspitzt formuliert sein, aber ich finde, das bringt sehr gut auf den Punkt, warum Social-Media-Algorithmen eher zu Extrempositionen neigen und warum sich manchmal auch Fake News so rasant verbreiten. Danke, damit sind wir am Ende der heutigen algorithmischen Einheit. Nächste Woche Aufzeichnung im Moodle. Ich bin am Donnerstag auf einer Konferenz und übernächste Woche sehen wir uns dann wieder mal im Hörsaal im UZA2. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Donnerstag und eine gute restliche Woche.